Ach Mensch, was gibt's denn heute noch so auf YouTube? Eine eBay? Was? So, hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem weiteren Avenger Talk. Ich bin natürlich wieder Avenger und ja, ihr habt ja bestimmt schon im Vorspann gesehen, viele kleine YouTuber von euch werden jetzt ziemlich abgefuckt sein, die 10.000 Views endlich erreicht haben und sich gedacht haben, hey, ich kann endlich monetarisieren, richtig Kohle machen, Alter. Ja, nee, so ist es jetzt leider nicht, weil YouTube hat mir auch persönlich jetzt eine E-Mail gesendet, dass man jetzt auch die 1000 Abonnenten erreicht haben muss und die 4000 Stunden Watchtime. So, ich gehe jetzt mal speziell auf beide Punkte ein. 1000 Abonnenten braucht man eigentlich nicht drüber sprechen. Es ist ein Haufen Holz, das muss man halt erreichen. Das ist halt nun mal so. Ja, ich denke einfach mal, YouTube möchte da ein bisschen Schadensbegrenzung machen, aber nicht in dem Sinn, wie Herr Newstime das gesagt hat, dass man wegen den Werbepartnern oder so. Ich denke einfach mal, es war ja so, dass wirklich jeder, egal wie der Content gefeiert wird oder nicht, egal wie assi dieser Content ist und wie wenig Abonnenten man eigentlich hat, man konnte monetarisieren. So, das Ganze musste ja überprüft werden durch ein Programm oder durch sonstige Geschichten, Algorithmus, keine Ahnung, musste ja überprüft werden, ob dein Video werbefreundlich ist. Jetzt muss man sich nur darüber im Klaren sein. Damals war es ein Privileg, YouTube-Partner zu sein, da war das noch gar nicht so schlimm. Heute kann es wirklich jeder, also haben sie jede Menge Aufwand, um wirklich jedes monetarisierte Video zu überprüfen, ob es werbefreundlich ist. Und da kommt dann echt ein Haufen zusammen. Ich denke mal, die müssen da ziemlich viele Ressourcen rausschmeißen dafür und deswegen werden sie das jetzt eingegrenzt haben damit. Versteht ihr ungefähr, was ich meine? Also es geht jetzt nicht eigentlich um die Werbepartner, sondern einfach um den Aufwand, der betrieben werden muss, dass man praktisch die Videos monetarisieren oder freischalten kann für die Monetarisierung. Also ich denke mal, in dem Sinne wurde das gemacht, so in dem Dreh. Also das ist so ziemlich jetzt meine Meinung. Klar, ich habe jetzt auch nur die 613 Abonnenten, glaube ich, momentan. Also für mich ist es auch noch ein weiter Weg bis dahin. Aber naja, es ist auf jeden Fall nicht unmachbar. Ich werde jetzt nochmal auf die 4000 Stunden Watchtime eingehen. Ich habe ja in der Honeyteam-Gruppe gelesen und halt auch in dem Video von 4Gamer Let's Play gesehen, hat er direkt einen 4G-Flash drüber gemacht. Für die, die Bock haben, hier oben nochmal kurz verlinkt für euch, könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Krasser Dude. Geiles Format, was er gestartet hat. Und zwar, die haben gesagt, es sind 4000 Stunden Videomaterial, was man hochgeladen haben muss. Nee, so ganz stimmt das nicht. Ihr müsst euch die E-Mail mal richtig durchlesen. Da steht wirklich 4000 Stunden Watchtime. Watchtime beläuft sich darauf hin, so viele Videos, wie ihr im Jahr hochgeladen habt, sage ich jetzt mal. Die werden praktisch dann angeschaut. Und da wird dann praktisch gerechnet, wie lange wurden die Videos geguckt, von wie vielen insgesamt, und das wird dann aufs Jahr hochgerechnet. Insgesamt wurden meine Videos in dem Zeitraum von den 28 Tagen 15.250 Minuten, so ungefähr, ich habe die Zahl jetzt nicht so genau im Kopf, wurde angeschaut. So, wenn man das jetzt mal geteilt auf 60 Minuten, dann bin ich ungefähr bei 250 Stunden. Jetzt mal aufgerundet, um es leichter für euch zu machen. Wenn ich das jetzt dann auf hochrechne auf das Jahr, okay, dann bin ich jetzt bei 4 Monaten bei 1000 Views, bei 8 bin ich bei 2000 und bei 12 bin ich halt bei 2500. Okay, das sind jetzt zwar immer noch nicht die 4000 Views, 4000 Watchtime oder so, aber naja, was... Es ist jetzt nicht schlimm, es ist auf jeden Fall machbar. Wenn man sich jetzt mal darüber nachdenkt, ist, ich mache ja ab und zu mal Streams, viele von euch ja auch, und die gehen bei mir meistens 1,5 bis 3 Stunden so ungefähr. So, wenn jetzt 15 Leute kontinuierlich zuschauen, was jetzt erstmal unrealistisch ist eigentlich, weil keiner guckt wirklich 3 Stunden Stream, außer Guguselli, der ist ja fast immer so lange dabei. Wenn jetzt wirklich alle zuschauen, 3 Stunden, 15 Leute, ja, dann müsst ihr das jetzt mal hochrechnen. Dann seid ihr auf 45 Stunden, die nur dein Stream geschaut worden ist. Wenn du jetzt dreimal die Woche einen Stream machst und ein paar Videos noch dazu, ja, dann seid ihr schon mal 45, 90, 135 Stunden im Monat, dann plus noch die Videos. Also könnt ihr schon so ungefähr auf die 160 bis 200 Stunden Watchtime kommen im Monat. So, wenn ihr das dann jetzt mal aufrechnet, ja, dann seid ihr zwar immer noch nicht bei den 4000, aber ist
ihr wisst, worauf ich hinaus will, das ist eigentlich nicht unmöglich, das zu schaffen. Ihr müsst da halt echt gucken. Wenn man jetzt 1000 Abonnenten hat, dann gucken ja auch mehr im Stream zu oder in den Videos und so. Und das rechnet sich ja hoch. Also, ne, ihr müsst euch das echt mal so in den Kopf gehen lassen. Die 4000 ist also nicht unmachbar. So, worauf ich jetzt hinaus wollte bei 4Gamer Let's Play oder so, oder alle, die sich jetzt Kopf gemacht haben, dass man 4000 Stunden Videomaterial braucht. Wenn ihr euch jetzt mal Alblali und Co. anguckt, wie oft die Videos hochladen. Alblali jetzt zum Beispiel, der macht pro Woche so 1 bis 2 Videos im Monat, sag ich jetzt mal, roundabout. So, die gehen so zwischen, ja, 5 bis 12 Minuten ab und zu mal. Wenn ihr euch das jetzt mal hochrechnet aufs Jahr, dann kommen die auch nicht auf die 4000. So, wie viele große YouTuber müssen dann aus dem Partnerprogramm geschmissen werden? Das macht keinen Sinn, ja. Und das ist ja nicht nur Alblali, sondern das ist ja auch LeFloid, BaseFrogs, die machen auch nur 1 bis 2 Videos im Monat. Ja gut, KuchenTV macht ein paar mehr, TanzFootballPom, wenn ich drüber spreche, macht ja fast jeden Tag ein Video, obwohl jetzt seit dem Management ist das ja auch nicht mehr so. Aber ihr wisst auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte. Diese 4000 Stunden Videomaterial im Jahr, das funktioniert nicht. Das schafft irgendwie keiner. Also ich habe jetzt noch keinen gesehen, der es wirklich geschafft hat oder so. Also da kann ich ja schon mal den Wind aus dem Segel nehmen. Ihr braucht jetzt nicht jeden Tag, keine Ahnung, 2 Stunden Videomaterial hochzuladen. Das macht auf jeden Fall keinen Sinn. Also da könnte ich euch jetzt echt schon mal beruhigen. Geht ja wirklich um diese Watchtime. Und ja, was mich jetzt an dem Part, also an dieser ganzen Geschichte eigentlich wirklich ab Fakt ist ja nicht mal die Monetarisierung, dass ich die schalten kann, weil jeder, der mich kennt, ich habe, glaube ich, kaum Videos, die monetarisiert sind, und die monetarisiert sind, ist wegen irgendeinem Copyright-Claim oder so. Also ich bin jetzt nicht so geldfixiert, dass ich da wirklich jedes Video monetarisiere. Vor allem sage ich halt auch gerne mal Fuck oder so in meinen Videos, dann brauche ich nicht darauf zu achten, was ich sage, und ich lasse mir halt echt nicht gerne den Mund verbieten. Also ist das in dem Sinne schon mal richtig cool eigentlich. So, was mich daran jetzt wirklich stört, ist einfach, ich hatte damals das Privileg, in dem Partnerprogramm drin zu sein. Selbst da, wo es hieß, die 10.000 Views muss man, die 10.000 Views auf dem Kanal oder Kanalaufrufe muss man haben, um im Partnerprogramm bleiben zu dürfen. Klar, die schon drinne waren, wurden eh nicht rausgeworfen oder so. Ne, braucht man nicht drüber sprechen. Aber ich war halt so stolz darauf, ein Partner zu sein eigentlich. Einfach nur, dass ich dieses Privileg hatte, ein Partner zu sein. So, was jetzt nicht mehr ist. Weil jetzt wird man ja auch wenn man in dem Partnerprogramm schon drin ist, wird man einfach rausgenommen. Wir haben jetzt, also ich habe jetzt bis Mitte Februar Zeit, die 1000 Abonnenten zu erreichen, um die 4000 Stunden Watchtime noch irgendwie vollzukriegen, was ich so nicht schaffe wahrscheinlich. Aber ist ein anderes Thema. Irgendwann schaffe ich das bestimmt und ihr wahrscheinlich auch. Also macht euch da jetzt echt keinen Kopf darüber, dass jetzt alles abgefuckt ist, YouTube zerstört sich selber oder sonstige Geschichten. So ganz stimmt das nicht. Lasst erstmal auf euch zukommen, macht einfach so weiter wie bisher und ihr werdet sehen, irgendwann klappt das dann auch bei euch und bei mir wird es dann wahrscheinlich irgendwann auch klappen, wenn es halt soweit ist. Nicht gut. Ich hoffe, es war halbwegs informativ für euch. Ihr könnt ein bisschen was daraus lernen. Wir können ja auch nochmal in den Kommentaren darüber ausgiebig diskutieren. Ja, und ich habe jetzt noch eine Frage an euch. Ich wollte nämlich einen Geburtstagsstream machen bei einem bestimmten Spiel. Ich weiß jetzt nicht, ob das am 28., 29. oder 30. Januar sein wird. Weiß ich noch nicht so genau. Muss ich gucken, was meine Familie am Geburtstag für mich geplant hat und so. Na, ihr wisst ja auch, Familie ist ganz, ganz wichtig. Gerade bei YouTube, das dürfen wir nicht immer in den Vordergrund rücken, sondern Familie, Freunde, ne, das ist alles schon ein bisschen wichtiger und so. Worauf ich hinaus will, welches Spiel, also ich wollte euch jetzt einfach mal fragen, welches Spiel für euch in Frage käme, was ihr gerne sehen möchtet. Deswegen habe ich hier oben eine kleine Abstimmung für euch vorbereitet. Schaut einfach mal rein. Ich habe The Walking Dead geplant, weil aufgrund, dass ich ja meinen PC resetten musste, sind ja alle vorgerenderten Let's Plays alle weggefallen. Dann habe ich mir so gedacht, ich mache einfach mal einen Stream, wo ihr alle mit interagieren könnt. Danke Hase dafür. Das ist ja gerade hier krass eskaliert. Da könnt ihr mitentscheiden mit den Entscheidungen, die ich treffen muss, welche Leute ich rette und so weiter. Also es ist richtig geil. The Walking Dead gerade im Stream funktioniert richtig gut. Ich habe ja damals schon das Michonne Special gemacht. Hat richtig geil funktioniert. Also es macht richtig Bock, da mitzuentscheiden. Oder ihr habt Bock einfach wieder mal auf South Park. South Park habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht. Einfach mal, ne, wenn ihr Bock habt auf South Park, richtige Fans seid. Ich denke mal, B-Tech, der ist auf jeden Fall dabei, weil der feiert South Park krass ohne Ende. Oder mal ganz was anderes. Für die Zelda-Fans von euch, ich habe Zelda Ocarina of Time mal Let's Played. Ich wollte das aber schon immer mal im Stream gestalten. Ja, das wird dann mehr oder weniger eigentlich für euch so eine gute Nachtgeschichte, weil ich halt einen Haufen vorlesen muss. Ja, da wird ja nicht mehr gesprochen oder so. Auf jeden Fall, das wird ein ganzes Stück Arbeit. Einfach mal oben in der Beschreibung, also in der Infobox einfach mal abstimmen, welches Game ihr sehen wollt, ja, von diesen dreien. Ich wollte halt wirklich mal so ein Alleinspiel machen, dass ich auch wirklich auf die Community eingehen kann, dass ich dann den Stream vollgelabert werde oder so, im TS oder so, einfach mal mit euch ein bisschen abhängen. Da kann ich in Ruhe den Chat lesen, weil ich dann noch Stopp machen kann und so weiter. Also ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. So ein Online-Game ist es ja nicht immer möglich, dass ich mich dann mit den Leuten interagiere. Und ja, wäre mir auf jeden Fall sehr wichtig. Einfach mal reinschauen, abstimmen und dann sehen wir uns auf jeden Fall
da. Von mir gibt es diesbezüglich nicht mehr viel zu sagen. Ja, es ist halt jetzt scheiße, so wie es gelaufen ist. Aber es ist halt nun mal so, damit müssen wir jetzt auch reden. Und ich denke mal, diese Hürde, auch diese kann man überwinden. Und das werden wir auch. Weil meine Community ist da echt krass und ihr macht echt geile Videos. Zum größten Teil, sage ich jetzt einfach mal. Das wird schon. Also macht euch da jetzt echt nicht verrückt. Das war es eigentlich schon von mir. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und ja, wünsche euch noch einen traumhaften, ja, guten Morgen, Mittag oder Abend. Je nachdem, wann ihr euch das Video gegönnt habt. See you next time. Euer Avenger. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Servus, ihr Ratten.